So, ich habe jetzt Wochenende eine Wanderung vor und wollte dann mal versuchen, einen Zeltplatz zu ergattern. Und naja, Campingplatz, da steht es auch schon. Da. Ja, dann gucken wir mal, was das gibt. Ob da noch Platz ist. Bin gut bestückt. Und naja, schauen wir mal. Eieiei. So, es geht auf den Campingplatz zu. Und dann schauen wir mal. Zack. Das ist hier der Eingang. Es sieht so aus. Nur mit dem Platz hier kriege. Schön, hier kann man Boot fahren. Aha. Da sieht gut aus. Ich glaube, das ist nachher meins. Mal sehen, was das kostet. Genau. Zur Begrüßung gab es erstmal ein Bierchen aufs Haus. Das, ja. So, jetzt soll ich zum Zeltplatz wandern. Sieht erstmal ruhig aus. Geil. Oh yeah. Schön. Ich bin sehr begeistert. Guten Tag. So, Zelt ist aufgebaut. Steht. Ach du Scheiße, Kapitänschnabel, fahr jetzt raus. Ist die Fulda? Die Nachbarn sind noch weit weg. Mal sehen, ob da noch neue Nachbarn zukommen. So. Super Abend gewesen, super gegessen. Noch einen Typen kennengelernt aus Wiesbaden. Der fährt mit dem Fahrrad von Hanau bis hoch nach Dänemark. Das hält er auch da bei mir. Der macht dann Geocache. Weil wir müssen ja wandern. Der ist noch 1,26 Kilometer entfernt. Also kriegen wir auch noch gebacken. Ja, schöne Gegend hier, gefällt mir. Naja, der Cache war da nichts, der ging über die Schienen rüber. Da haben wir gesagt, immer diesen Weg lang, der endet ja im Nirgendwo. Und da habe ich dann gesagt, nein, brauchen wir nicht. Aber einen schönen Sonnenuntergang haben wir jetzt. Herrlich. Wir haben jetzt wieder einen Tag zu Ende von deinem Leben. Aber es ist schön hier. Es ist richtig schön. Das ist Urlaub. Boah, es ist wie Urlaub. Wow. Das ist richtig gut hier. 1:42 Uhr. Das gibt Wichser. Die machen mitten in der Nacht mal wieder Party. Die merken nicht mehr. Die quäken hier rum, als wenn es kein Zuhause mehr gibt. Und überhaupt. Musik und was mir alles. Da wieder schwere Nacht gewesen mit den Eierköpfen da hinten. Das läuten die Kirchenglocken. Sie rufen sich auf die Kirche. Naja, hier mein Sex. Scheint okay zu sein, der Typ. Ja. Der Eddie. Ja, na gut.
gut geschlafen im Prinzip. So, jetzt machen wir uns ein schönes Frühstück schön mit Kaffee. Da und Rührei. Wir haben noch ein paar Brötchen. Brötchen und Butter. Und Butter. Tja, mein Frühstückchen. Ein bisschen salzig, trinken und eat. Aber kann man sonst gut essen. Rührei. Kann man sonst gut essen. Ja, vom Betreiber Butter bekommen, Brötchen. Also Kaffee, alles da. So, es geht los. Hier haben wir die angegebene Distanz. 20 Kilometer. Berg wiegt ungefähr 16 Kilo. Hier ist die Fulda. War schön. Also übrigens ist der Zeltplatz. Ja, so gut. Ja. Yeah. Nein. So, jetzt geht es erstmal bergauf. In Eselsfahrt nennt er sich. Ja, Gepäck drückt ganz gut. Ho, ho, ho. Aber na, schauen wir mal. Hier geht es schön hoch. So, langsam fängt es an schön zu werden. Schöne Aussicht so langsam. Hier geht es dann weiter hoch. Hoffentlich. Das ist halt ein echtes Problem. Nehme ich ein Taxi und fahre nach Hause. Schon gut warm. Okay. X-mal verlaufen. Wollte schon abbrechen. Was ich vielleicht auch noch mache, weil das Zeh tut weh. Aber jetzt geht es hier so hoch. Ein Schild zeigt nach links, extra und eins nach rechts. Und dazwischen ist dieser Weg hier. Guck mal, was der richtig ist. Einzige, was beschreitet, ist ein Cache. 140 Meter zum Ziel. Gut, das war jetzt steil. Aber für mich würde ich den Berg schneller drüber. Okay. Halb Kilo wiegt der Rucksack jetzt auch weniger. Ich habe jetzt noch 1 Liter getrunken. Das habe ich noch. Oh Gott. 2 Liter fast. Okay. So, den steilen Berg jetzt eben hochgelaufen. Jetzt hat der ganze Weg aber auch langsam ein bisschen Sinn. Schöne Aussicht haben wir hier. Und ganz nebenbei haben wir noch schnell einen Cache gefunden. Der ist da hinten drin. Nee, nicht da nicht. Wäre ein schöner Cache. Aber ganz schön Akkelei. Ey, Akku ist auch bald alle, aber das macht nichts. Ersatzakku, der reicht dann. Darum ist der Cache. Wasser. Ja. Okay. Ja, das war gut. Aber der Cache hat mich eigentlich auf den Weg geführt hier. Schön. So macht es dann Spaß, das habe ich mir vorgestellt. Und nicht irgendwie so eine Kacke, eine Stadt da drinnen. Like in Berlin, da braucht man nicht hierher kommen. Okay, Leute. Ah, hinten ist das HKZ. Ah, geil. X3 hier runter. Sieht da gut aus. Schön. So, jetzt bin ich diesen Weg da hochgekommen und zwischen diesen beiden Bäumen geht es X, wie man sehen kann, hier runter. Was immer das auch zu bedeuten hat. Ich traue dem Braten mal. Alter! Wisst ihr, ob das hier richtig ist? Da geht ein Wanderweg. Wo soll denn hier hingehen? Fahrradunterweg. Warte mal. Ich glaube, da runter.
könnte das sein, ja. Alter, das ist eine Scheiße. Ich dachte, könnte das sein. Alter. Doch, scheint richtig zu sein. Puh, das sieht doch komisch aus. Steil bergab. Alles hier wieder hoch, dann bin ich tot. Dann bin ich tot. Und dann sterbe ich. Da ist aber X. Richtig. Alter. Jetzt hier runter. Sagt er mir. Hier runter. Okay. Das sind der Wege, Alter. Da wird der Schirm am Wanderweg. Na gut. So, gehen wir mal jetzt eine kleine Pause. Weil wir übertreiben, sieht ja ganz gut da vorne aus. Mhm. Ah, nicht schlecht hier. Da sitzen. Sieht scheiße aus. Ich werde sitzen. Noch Place oder was? Ah ja, geht das schon mal. So, wir machen jetzt eine schöne Pause. Es gibt eine 5-Minuten-Terrine, Spaghetti Bolognese. Ja. Irgendwann so ein komischer Kraut im Land Rover. Hat er so eine Gummihandschuhe an am Lenkrad. Ja, ob ich hier im Wald übernachten wollte, fragt er. Nö, nee, komm aus Rothenburg. Ja, komm aus Berlin, nicht? Ja, aber gewonnen hast du. Ach so. Machen wir ein bisschen Pause. Und dann geht's nachher dann weiter. Warte, ein bisschen Wasser kocht. Das ist hier irgendwie so ein abgeschrotteter ja, Wald. Puh, so ein Feierding hier, so ein Waldfeier. Wo die alle Feste machen und so. Okay. So Wandertruppen, dann treffen sich hier alle, dann fressen sie und saufen sie. Vermüllen den Wald und überhaupt. Na gut, dann werden wir mal Mittagessen. Hm. Nur zu knusprig, hm, komisch. Voll. Doch not. Hier wäre so Holztrottel, die alles kaputt fahren. Und das ist hier ein nettischer Wanderweg. Diese Holztrottel, ey. Schule nicht aufgepasst und dann kannst du Holz sehen. Oh Mann, Mann, Mann. So hab ich mich entschlossen, nach Tann zu gehen, dort abzubrechen. Halt reicht schon, 15 Kilometer gelaufen heute. Puh, wenig geschlafen, viel Gepäck. Dann so eine Wege hier. Alle kreuz und quer. Zur Krönung des Tages haben wir so einen Scheiß hier. Hab noch 2 Kilometer bis zum Ziel. Und tja, mal gucken, wie ich jetzt überhaupt durchkomme hier. Ob ich hier durchkomme. Eigentlich Luftlinie ist ein Witz, aber so eine Hindernisse ist natürlich ein Arsch. Mit Wandern nichts zu tun. Das ist Verarschung hier. Alles leer rumst hier. Ach, Leute, ey. Das
Zeit ja voll fast hier. Nur rumgerödelt hier. Tja. Ich bin nicht so weiter komme. Kilometer bis zum Ziel und trotzdem keine Hand in Sicht. Das steckt nochmal richtig an jetzt hier.